Wir haben mir so gesagt, so max 60 Minuten ist okay. Allerdings, ich habe auch meinem Verleger, als es darum ging, dieses Buch fertig zu machen, gesagt, es wird so 300 Seiten. Dann wurden 658 Seiten. 8 Seiten mehr hätte es beim christlichen Verlag ein Problem gegeben. 666. Also, ich hoffe, ich werde nicht 2 Stunden. Ich werde es merken, wenn die Stühle rausgestellt werden, das Licht ausgeht. Wir gucken. Aber es ist ja auch, Weisheit ist ein großes, weites Thema. Wurde ja schon gesagt, tausende Jahre haben Menschen sich sozusagen daran abgearbeitet. Und da ist immer die Frage, wie nähert man sich diesem großen Thema? Vor 3 Jahren, Jesus war so ein bisschen konkreter, Weisheit ist abstrakter. Wie steige ich hier ein, um euch zu kriegen? Und dann fiel mir ein, ich fange beim Gegenteil an. Ich fange ganz niedrigschwellig an bei der Torheit, bei der Doofheit. Und damit ihr merkt, auch ich bin in der Schule, in der Weisheitsschule, ich fange bei mir an. Und habe mir überlegt, was habe ich letzte Zeit so was Törichtes gemacht? Und da habe ich jemanden gefragt, sehr kompetent, auch weil sie auf der Mehrkonferenz spricht und weil sie meine Frau ist. Schatz, was habe ich zuletzt Törichtes gemacht? Da fiel ihr auch gleich was ein, was ich ihr nicht erzählen kann. Ich will euch ja nicht völlig desillusionieren. Aber dann gab es so ein bisschen eine safere Variante, sagte sie, ja, töricht war, als du neulich aus dem Kühlschrank die Schüssel Salat, die ich dir hingestellt hatte, nicht genommen hast, sondern die Schüssel mit Petersilie, Mayo draufgekippt hast und gedacht hast, das ist jetzt der Salat. Ja, töricht, ich würde sagen, es ist eher so goofy, ne? Jugendwort des Jahres, goofy. Und wir sind so ein bisschen übereingekommen, meine Frau und ich, es ist insgesamt besser geworden mit dem Törichtsein bei mir. Weil, und das ist die gute Nachricht für alle von euch, es gibt im Alter, wenn man älter wird, immer weniger Situationen, wo man sich zum Depp machen kann. Also ich gucke zurück, gab es viel mehr so, noch ein Jugendwort, Cringe-Momente, als ich über einen Vorgesetzten gelästert habe und er stand hinter mir, als ich über Facebook Messenger eine flammende Liebeserklärung abgeschickt habe an die falsche Frau. Lacht, es wird gleich ernst. Es wird besser. Die gute Nachricht, man wird mit dem Alter eigentlich, wenn man sich nicht aktiv dagegen wehrt, automatisch weiser. Warum? Weil Weisheit erstmal erfahrungsgestütztes Wissen ist. Deshalb können junge Leute klug sein, aber eigentlich nicht weise, weil sie noch nicht viel Lebenserfahrung haben. Nicht? Die haben viele gute Ideen, aber mit dem Alter machst du Erfahrungen und Erfahrungen machen dich hoffentlich weiser. Allerdings, Einschränkung, wir leben in einem Land, was eigentlich das älteste Deutschland war, das es je gegeben hat. Altersschnitt fast 45. Ich würde jetzt nicht sagen, dass alles, was wir machen, Sommerhaus der Stars, muss man sich nur angucken, weise ist, denn zur Weisheit gehört eben nicht nur, dass man Erfahrung sammelt, sondern auch so ein Stück, wo man die hin kanalisiert. Ich würde sagen, Weisheit, meine Definition, Weisheit ist erfahrungsgestütztes Wissen, das gut tut. Das gut tut. Was tut gut? Da nehme ich auch schon eine Pointe vorweg und passt auch zum Titel True Love Things. Glücksforschung hat herausgefunden, was tut am gutesten oder am besten? Glücksforschung in Harvard, was tut am gutesten, ist auch töricht, goofy. Glücksforschung in Harvard, also Top-Uni, da gibt es die sogenannte Harvard-Study. Und das ist jetzt nicht nur, weil es in Harvard ist, sondern es ist die Harvard-Man-Study. Hier haben über 100 Männer in Harvard seit fast 100 Jahren, also ein bisschen mehr als 80 Jahren, begleitet und beobachtet und geguckt, was macht die am glücklichsten. Was macht ihr am zufriedensten? Und die kurze Antwort ist, am glücklichsten macht Menschen Beziehungen. Gute Beziehungen, Punkt. Nicht? Gutes Elternhaus, gute Beziehung mit seinen Kindern, mit seinen Verwandten, mit seinem Ehepartner vor allem, das macht glücklich. Also ich rede darum heute, wie kommen wir durch Erfahrung zu guten Beziehungen, jetzt nicht nur privat, sondern auch gesellschaftlich in der Kirche, das ist das Thema. Es gibt große Herausforderungen heutzutage, können wir jeden Tag in den Nachrichten sehen. Globalisierung, Digitalisierung, Individualisierung, vieles so krass wie noch nie.
Und da brauchen wir Weisheit. Und ich werde das heute so machen, dass ich mir überlegt habe, wir machen gemeinsam so einen Weisheitstrip aus dem Tal der Ahnungslosigkeit auf den Gipfel der Weisheit in 10 Stufen. In 10 Stufen, um nochmal zwei Jugendwörter der letzten Jahre zu benutzen, von Lost, war das Jugendwort 2020, zu Smash, Jugendwort im letzten Jahr. Damit alle jungen Leute merken, Weisheit ist relevant. Ich verspreche euch, nach diesem Vortrag werdet ihr älter sein. Ihr werdet natürlich altern in diesem Vortrag. Also, 10 Punkte, Countdown von unten, Stufe 1. Stufe 1, was macht Weisheit aus? Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit. Mit Wahrhaftigkeit meine ich jetzt nicht nur, dass man nicht lügen soll. Ich glaube, da ist man sich einig, der weise Mensch belügt andere nicht. Aber für mich geht es noch ein bisschen weiter, der weise Mensch erkennt überhaupt erstmal, was wahr ist, was wirklich ist. Der hat Realitätssinn. Das Gegenteil ist, das wird jetzt keiner hier im Gebetshaus aus eigener Erfahrung wissen, wie man, wenn man besoffen ist. Deshalb, ich erkläre das für Leute, die so theoretisch wissen wollen, wie ist das? Also, man ist betrunken oder beschwipst. Blickfeldverkürzung. Nicht? Nach vorne sieht man nicht so viel, zur Seite nicht, über Konsequenzen denkt man nicht nach. Also ein sehr eingeengter Wirklichkeitssinn. Eingeschränkter Wirklichkeitssinn, auch wenn man verliebt ist. Deshalb müsste es eigentlich heißen, true love thinks not. True love feels, also zumindest wenn man verknallt ist, ist das Denkvermögen oder der Realitätssinn doch etwas getrübt. Ne? Kann man sagen. Noch verschärft gilt das, wenn man crazy ist, hochneurotisch, komplett durchgedreht, ne? Würde man sagen, da gibt's nur innen, da gibt's kein Außen, da gibt's keine wirklich eine Wirklichkeitswahrnehmung, jedenfalls keine realistische. Eine harmlose Variante von Verrücktheit, würde ich sagen, ist übersteigerter Idealismus. Ist ja erstmal was Schönes, nicht, wenn Leute Idealisten sind. Das kann aber auch dazu führen, dass man sich von den Luftschlössern, die man sich baut, und von den hehren Idealen, die man hat, sich den Blick auf die Wirklichkeit verstellen kann. Und ich will jetzt heute Abend nicht zu politisch werden, aber ich würde sagen, das ist so eine Erfahrung, die wir gerade machen, nicht, dass wir in vielerlei Hinsicht so einen Realitätscheck kriegen. Zum Beispiel jetzt bei der Frage Migration, Einwanderung, multikulturelle Gesellschaft. Ich selbst war in vielen Flüchtlingslagern, kenne die Not von Menschen, will jetzt auch jetzt da keine politischen Ratschläge geben. Nur die naive Sicht, wenn wir diverser sind, dann wird es nur bunter und nicht auch vielleicht anstrengender. Nicht? Die kriegen wir in diesen Tagen korrigiert. Das heißt, jeder, der eine Party macht und lädt einen Haufen Fremde ein, die er nicht kennt, da muss man mehr managen, als wenn man nur langjährige Bekannte da hat. Oder wenn man einen Club aufmacht und sagt, offene Tür, jeder kann rein, gibt Freibier, wird man innen mehr Sicherheit brauchen, als wenn eine ganz harte Türkontrolle, harte Selektion ist. Deshalb einfach nur ein Realitätscheck. Wir hatten jetzt über Jahre gedacht, teilweise auch ein bisschen ungesteuert, wird schon, nee, wird schon, ist nicht. Wenn man realistisch ist. Dieser Wirklichkeitsverlust, auch in der Politik, führt zu Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Was man dann bei dem einen oder anderen doch auch schockierenden Wahlergebnis sieht. Ich würde aber sagen, das gilt jetzt nicht nur für die Politik, es gilt auch für die Kirche. Wir haben ja auch eine große Vertrauenskrise der Kirchen. Und auch der Christen. Und warum? Unter anderem, weil die Leute sagen, wir halten euch gar nicht für so kompetent, für so realitätssicher. Und, das werde ich noch nachher erläutern, da ist auch was dran. Ein Beleg dafür gibt mir ein hochphilosophischer Film, von dem mich wundert, dass er nicht dauernd auf Arte läuft, der Film Otto. Film Otto, 1985, unterschätzt für die Juwelen der Weisheit in dem Film. Und eine ganz weise Szene, wer sich, also ab und zu läuft die auf RTL oder so, eine Szene in Otto, der Film, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Otto braucht Kohle, geht zu so einem Geldverleiher und Geldverleiher sagt, okay, hier ist ein Vertrag, unterschreiben. Und Otto will sich den Vertrag angucken, der Geldverleiher sagt, nee, guck dir das Kleingedruckte lieber nicht an. Ja, warum? Ist schlecht für die Augen. Und manchmal sind auch wir Christen so.
dass wir sagen, wir wollen gar nicht so das Kleingedruckte lesen, ist schlecht für den Glauben. Ne? Wir haben lieber eine positive Sicht von vielen Dingen und gucken nicht so genau hin. Gucken nicht so genau in den Spiegel, wie wir rüberkommen. Gucken auch nicht so genau in den Rückspiegel, in unsere Geschichte zurück. Und das ist ein ganz wichtiger Appell, den ich allen Christen mitgeben möchte. Unterschätzt nicht die Erfahrungen der letzten 2000 Jahre. Und viele sind ja sehr bibelsicher, kennen sich aus in Büchern Nahum, Zephania, Obadja, wissen aber nichts über die Reformation und wissen nichts über die Inquisition, die Aufklärung, wie Christen sich da bewährt haben. Und Jesus selbst, das ist, glaube ich, eine Stelle, die oft untergeht, über die nicht so viel gepredigt wird, steht im Johannesevangelium, Kapitel 16, das ist die große Abschiedsrede von Johannes, bevor er gekreuzigt wird, rede an seine Jünger und da sagt er seinen Jüngern, ich gehe jetzt weg und vieles versteht ihr jetzt noch nicht. Aber wenn ich weg bin, werde ich euch den Heiligen Geist schicken. Der wird euch in der Wahrheit leiten. Das heißt, seit 2000 Jahren haben Christen Weisheitsschule durch den Heiligen Geist. Und ich finde, wir gucken nicht genau nach, was wir denn da unterrichtet bekommen haben. Wird man viele spannende Dinge erfahren, viel Wirklichkeitsgewinn haben, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, damit wir nicht dieselben Fehler immer neu machen. So, für diejenigen, die sagen, wow, das ist aber ein dickes Brett, Wahrhaftigkeit, ein Trost. Als Menschen sind wir prinzipiell unfähig, die Wirklichkeit ganz zu erfassen. Wir sehen immer nur Ausschnitte. Komme ich zum zweiten Punkt. Zur Weisheit gehört Demut. Wir müssen nicht nur wahrhaftig sein, sondern demütig. Warum? Weil wir klein sind und das Universum groß. Und wir das meiste davon weder kennen noch verstehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf dem neuesten Stand der Forschung bin. Ich glaube, es gibt nach heutiger Schätzung 100 Milliarden oder 100 Trilliarden Galaxien, ich weiß nicht, ob es einer genauer weiß. Und eine Galaxie ist ja die Milchstraße und da gibt es irgendwie 100 Trilliarden Sonnensysteme. Und wir sind in einem von dieser unendlichen Masse, sind wir kleinen Menschen auf unserer winzigen Erde. Wir aber selber sind auch ein Wunder an Kompliziertheit. Wieder habe ich wo gelesen, wenn man unsere DNA an einer Schnur aneinander aufhängen könnte, ginge das nicht nur einmal durchs Universum, sondern sechsmal so lang. Wahnsinn, nicht? Und deshalb finde ich, ist das Höchstmaß der Idiotie, wenn es Leute gibt, die sagen, es gibt keinen Gott. Schließe ich aus, wissen wir. Nicht? Wir sind so winzig, ein Sandkorn. Nicht? Wir haben noch nicht mal einen Zugriff auf 1% der Wirklichkeit. Nur 5% der Wirklichkeit ist überhaupt sichtbar für uns. Theoretisch, der Rest ist dunkle Materie, schwarze Löcher, haben wir gar keine Ahnung von. Im Nanobereich genauso. Also der Satz, ich glaube nur, was ich sehe, ist nicht weise. Nicht viel besser ist die Einstellung, die es wieder auch unter Christen gibt. Ich sehe nur, was ich glaube. Das heißt, ich habe bestimmte Bekenntnisse und dahinter hört meine Wirklichkeit auf. Das weiß ich sicher und das ist es auch und das ist klar und der Rest existiert nicht. Und auch das gibt es und auch das ist fatal. Auch wir als Christen wissen, wir können den Heiligen Geist haben, wir können bekehrt sein, wir lieben Jesus. Auch wir haben nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit, den wir sehen. Und auch dieser Ausschnitt ist getrübt. Der ist unscharf. Es gibt ja diese Unschärfe-Relation vom Physiker Heisenberg. Vor 98 Jahren hat er auf Helgoland die Quantenmechanik entdeckt und ein paar Jahre später dieses Unschärfe-Prinzip, was im Wesentlichen besagt, wir können nicht genau sehen, was ist. Wir sehen mal Wellen auf der untersten Elementarebene. Wir sehen mal Teilchen. Und was wir sehen, hängt davon ab, wo wir stehen, wie wir sind, wie wir drauf gucken. Und wenn wir gucken, verändert sich es auch noch. Also die Wirklichkeit ist für uns gar nicht fassbar. Wir sehen die nur unscharf. Wir sehen sie nicht nur unscharf, wir sehen sie auch verzerrt. Es gibt einen israelisch-amerikanischen Psychologen, Daniel Kahneman, dessen ganzes Lebenswerk beruht daraus, Verzerrungen im Hirn
zu erkennen. Er nennt das Biases. Also wir laufen alle mit einem Sack von Vorurteilen rum, die den Blick auf die Wirklichkeit verstellen. Wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sie sehen wollen. Ein Stück weit konstruiert sich jeder auch ein Stück seine Wirklichkeit. Und da gibt es viele dieser Verzerrer. Der bekannteste und auch der nachvollziehbarste ist das sogenannte Bestätigungsvorurteil. Wir lieben Sachen, die unsere Meinung bestätigen. So, und da haben wir erstmal eine positive Einstellung dazu. Warum? Weil wir da nicht so angestrengt nachdenken müssen. Ist angenehmer, brauchen wir nicht so viel Energie. Seine Meinung ändern, hat mal ein christlicher Schriftsteller Julian Green gesagt, ist wie ein Umzug. Machst du nur, wenn es wirklich sein muss. Meisten hier sind schon mal umgezogen. Wenn du durch bist, sagst du, das reicht jetzt für die nächsten 20 Jahre. Und so ist es ein bisschen auch mit Meinung ändern. Nicht? Da ist eine Verzerrung. Beziehungsweise das Nicht-Meinung ändern wollen, verzerrt unsere Wahrnehmung. Es gibt noch eine Sache, die unseren Blick auf die Wirklichkeit ein bisschen diffus macht. Wir gucken nicht immer in die richtige Richtung. Das merkt man an den folgenden drei Sachen, über die ich kurz reden möchte, über die jetzt auch im Gebetshaus, so wie Alkohol, nicht so viel geredet wird. Nacktheit, wilder Sex und tabulose Orgien. Nacktheit, wilder Sex, tabulose Orgien. Rede ich jetzt natürlich nicht drüber. Ich schätze aber, euer Hirn ist ein bisschen mehr angesprungen, als wenn ich gesagt habe, ich rede jetzt über die nächste Steuererklärung. Warum? Weil bei bestimmten Dingen wir ein bisschen mehr Dopamin ausgeschüttet kriegen. Ne? Ist ja ein wichtiges Thema, zumindest Sex und Nacktheit, wenn man sich fortpflanzen will als Menschheit. Und da sagt das Gehirn prophylaktisch, wenn die Signale kommen, Interesse, ne? Der Botenstoff, der uns neugierig macht. Und das hat aber auch den Effekt, dass wir manchmal auf Dinge gucken, die gar nicht so wichtig sind, weil vielleicht ist ja die Steuererklärung wichtiger. Dopamin ist meine Mutmaßung, war im Spiel, als Adam und Eva die Frucht gegessen haben. Ne? Oh, Frucht, Dopaminausschüttung will ich haben. Und dass sie noch nicht so klug waren, merkt man daran, dass der Adam ja dann zu Gott sagt, ich habe die Frucht gegessen, weil deine Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Und die Eva sagt, nee, die Schlange ist schuld. Sie hätten auch sagen können, das Gehirn, das du uns gegeben hast, ist schuld. Das hat so Dopamin produziert, dann wollten wir die Frucht. Und so kam der Schlamassel zusammen. Ich fasse das nochmal zusammen. Also, wir sollen wahrhaftig sein, wir sollen aber auch demütig sein, ob Christ oder nicht, wir brauchen Korrektiv, keiner hat den unverstellten Blick auf die Wirklichkeit. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt sind wir alle ganz demütig, wir stellen am besten das Denken ganz ein. Bringt ja nichts, so wenig, wie wir davon mitkriegen. Das ist aber nicht der Punkt. Auch in der Bibel werden wir ermutigt, geistig zu wachsen, Fragen zu stellen, prüfet alles. Und deshalb dritter Schritt auf dem Weg zum Gipfel zur Weisheit, Neugierde. Wir sollen neugierig sein. Manchmal ein bisschen, ne, gerade auch in frommen Kreisen, wird da mit Vorsicht rangegangen, weil Neugier, siehe Adam und Eva, war ja nicht immer so erfolgsträchtig. Tatsächlich ist es aber so, dass Neugier auch viel mit Erfolg im Leben zu tun hat. Es gibt eine Studie von einer amerikanischen Sozialpsychologin, Ilana Horvitz, die hat mal untersucht, Fromme und nicht so Fromme, wie unterscheiden die sich bei akademischen Leistungen? Und dann hat die herausgefunden, an der Schule sind hochreligiöse Menschen, also Leute wie tendenziell hier, sind tendenziell besser an der Schule. Ab der Uni sind aber Atheisten erfolgreicher. Und das liegt natürlich nicht daran, dass sie einen höheren IQ als die anderen haben, sondern ihre These war, die Atheisten gehen mehr Risiko, die vernetzen sich mehr, die sind offen, die sind neugierig, während sehr fromme Menschen manchmal dazu neigen können, zu sagen, das Wichtigste habe ich jetzt ja, dann höre ich mal auf mit dem Fragenstellen. Könnte ja unbequem sein, ist schlecht für den Glauben. Da ist auch was dran, führt aber natürlich dazu, dass man vielleicht intellektuell nicht wächst und vielleicht bestimmte Erkenntnisfortschritte nicht macht. Ich selbst habe an der Filmschule studiert, USC, das war in den 90ern, war das so die beste der Welt. Ne? Steven Spielberg, George Lucas waren da im Vorstand. Und ich hatte da irgendwie ein Stipendium dahin gekriegt. Ich war aber auch gerade in einer sehr, sehr schönen Jesus-Liebhab-Phase.
Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich bin hier, ich schreibe auch fleißig Drehbücher und hoffe, dass die verfilmt werden. Aber ansonsten bin ich eigentlich fast nur in der Kirche und gucke mir Filme an, will aber so das wahre Leben gar nicht so kennenlernen. Hatte ein bisschen Angst. Was dazu führt, dass ich jetzt nicht Jäger des verlorenen Schatzes oder sowas gemacht habe, sondern Jäger des verlorenen Verstandes, was auch vielleicht besser ist. Aber ich habe so ein bisschen gemerkt, nicht, wenn du nicht offen bist, kann das auch ein Karrierekiller sein. In dem Fall aber vielleicht nicht so schlimm, denn Hollywood ist ja auch nicht die Weisheitsfabrik, sondern die Traumfabrik. Ich habe aber da einen Menschen kennengelernt an der Uni. Der hat mir so ein bisschen gezeigt, wie weises Christsein aussehen könnte. Das war ein christlicher Philosoph, Dallas Willard. Manche kennen ja auch vielleicht sein Buch, Gott erkennen, glaube ich, heißt es auf Deutsch, auf Englisch heißt es The Divine Conspiracy. Und das war ein toller Typ, den durfte ich treffen und mir fiel auf, obwohl er so sehr klug ist, nicht? Der, also bekannter Philosoph, gerade im christlichen Kreis hochrespektiert, Millionenabsatz, hat der vor allem zugehört und hat der mich vor allem Sachen gefragt. War der offen für das, was ich kleiner Student mitzubringen hatte? Und das ist vielleicht ein Anzeichen für weise Menschen, jetzt nicht so, dass sie nur offen sind und crazy Experimente machen, sondern dass sie Fragen stellen, dass sie zuhören können. Und weise Menschen erkennst du daran, dass sie auf die Frage, wann hast du zuletzt deine Meinung geändert, dass denen was einfällt, dass sie ab und zu auch mal ihre Meinung ändern, weil die Faktenlage sich geändert hat und nicht sagen, seit ich 18 bin, klares Mindset ändert sich nicht mehr, ich mache keinen Umzug mehr. Also neugierig. Komm zum vierten. Neugier alleine, wissen wir, gibt auch viele Neugierige, die nerven können, die viele Fragen stellen, keine Antworten haben. Gütig ist für mich das vierte. Also moralischer Kompass. Das ist die gute Nachricht für alle, die sich vor künstlicher Intelligenz fürchten. Künstliche Intelligenz, ja, Wirklichkeitserfassung vielleicht, wenn man das so den Input gibt. Demut, nee, KI kann nicht demütig sein. Neugier, nein. Und KI ist vor allem nicht gütig, ne? Kommt ganz darauf an, wie die programmiert ist, wenn im Programm steht, Menschheit auslöschen, weg. Wir sollen gütig sein. Das ist weise. So, was ist gütig sein? Wohin soll der moralische Kompass zeigen? Ist ja immer wieder viel die Rede von Haltung. Ne? Wir sollen Haltung haben. Haltung fällt leicht in Zeiten, wo es windstill ist. Haltung fällt sehr schwer in Zeiten, siehe Nazi-Zeit, siehe Stalin-Zeit, wo der Wind brutal bläst. Da bleibt dann eigentlich erfahrungsgemäß keiner stehen, es sei denn, er flieht rechtzeitig und kann dann woanders seine Haltung leben. Die Erfahrung gerade der Nazi-Zeit war, dass die Leute, die in Gemeinschaften organisiert waren, die ein klares Glaubensgerüst hatten, am ehesten widerstandsfähig waren. Deshalb würde ich sagen, wenn es um gütig geht, nicht Haltung, sondern Halterung. Nicht? Wo sind wir gehalten? Und da, der Vers wurde ja schon beim Lobpreis gesagt, die Ehrfurcht Gottes ist der Anfang der Weisheit, also der Respekt davor, die Anerkennung, dass Gott uns gemacht hat, dass unser Leben nicht Zufall ist, sondern Geschenk und Auftrag, ist eine Weisheitsvoraussetzung. Aber auch noch nicht die endgültige, denn es gibt auch viele Christen oder viele fromme Menschen, auch in anderen Religionen, die eine Halterung haben, in ihrem Glauben, aber wo jetzt nicht so viel Güte dabei rauskommt. Deshalb würde ich sagen, zur Halterung muss auch eine Richtung kommen. Was ist die Richtung, die gütige Richtung, gerade für einen Christen? Ich denke, die gibt Jesus vor, an vielen Stellen, aber an einer Stelle aus meiner Sicht ganz besonders, und zwar in dem sogenannten Missionsbefehl. Kurz vor der Himmelfahrt, wir lesen es in Matthäus 28. Kapitel, sagt er ja seinen Jüngern, geht hinaus in alle Welt, macht zu meinen Nachfolgern alle Menschen und lehrt sie halten, was ich euch geboten habe. So, was hat denn Jesus geboten? Was hat denn Jesus geboten? Eine ganze Reihe hat er Ansagen gemacht, aber nur an einer einzigen Stelle in der Bibel, im Neuen Testament, sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch. Also er sagt, er lässt ja vieles stehen, nicht? Das Alte Testament wichtig, aber an einer Stelle sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Man kann auch sagen, das 11. Gebot. Kennen gar nicht so viele Leute, zumindest nicht unter diesem Begriff. Und da steht wieder im Johannesevangelium, wo er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, habt einander lieb. So, Jesus da wieder ganz weit vorne, neuester Stand der Glücksforschung, einander lieb haben. Das ist der Auftrag. Ich muss leider sagen, wenn ich die 2000 Jahre Kirchen
Geschichte zurückblicke, Christen waren in dem Bereich semi-weise. Semi-erfolgreich, aber gütig, Halterung in Gott Richtung einander liebhaben. Aber auch mit dem einander liebhaben und hohe Ideale haben, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, das kollidiert manchmal mit der Realität. Und deshalb mein nächster Punkt, der fünfte, nachhaltig. Weisheit ist nachhaltig, die denkt vorwärts. Es gibt einen schönen Roman von Erich Kästner, nicht nur Pünktchen und Anton, Emil und der Detektive, der hat ja auch Erwachsenenzeugs geschrieben. Und der bekannteste Erwachsenenroman, vor 2 Jahren verfilmt worden mal wieder, Fabian. Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Und es gibt auch einen anderen Untertitel, Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Also da geht es um einen Fabian, der lebt in Berlin vor 100 Jahren, 20er Jahre, und ist ein Moralist, das heißt, es ist eigentlich eine gute Seele, aber der ist total verpeilt, kriegt sein Leben nicht auf die Reihe und will aber ein guter Mensch sein. Und zum Schluss, nach 1000 missglückten Aktionen, macht er so fast so einen Ruf zum Himmel, gib mir doch ein Zeichen, wie soll ich gut sein? Und dann kommt das Zeichen, da sieht er nämlich so einen Jungen, der auf so einem Brückengeländer balanciert und dann in den Fluss fällt. Und der Fabian denkt nicht lange nach, hinterher, retten, hat vergessen, er kann nicht schwimmen. Der Junge rettet sich, Fabian ersäuft, Schluss, Ende der Geschichte. Geschichte eines Moralisten. Ich denke manchmal, heute die Klimadebatte, Selbstmord oder Selbstmord aus Angst vor dem Klimatod ist keine Lösung. Ne, manche auch heute, ist egal, wir müssen die Welt retten, auch wenn Deutschland als Standort komplett zugrunde geht, ich weiß jetzt nicht. Hehres Ziel, aber nicht nachhaltig. Nicht nachhaltig, weil wir dann ja auch der Welt gegenüber kein gutes Vorbild mehr sein können. Deshalb, wir sollen nachhaltig sein. Mangelnde Nachhaltigkeit, gerade in der Politik und auch wenn man in der Geschichte zurückguckt, kurzfristiges Handeln, Nummer 1 Grund, wenn Nationen absteigen. Die nur die nächsten paar Jahre im Blick haben, nur die nächste Wahl, nur die nächste Umfrage. Leute in verantwortlichen Positionen nur bis zur nächsten Beförderungsstufe denken, bald bin ich in Rente, sollen die anderen mal die Reformen machen, ist ein Problem. So, jetzt sind aber, das sage ich als einer, der jetzt seit 25 Jahren über Politiker berichtet und selber Teil einer öffentlich-rechtlichen Behörde ist, es sind jetzt nicht, dass die Leute alle egoistischer, dümmer, weniger nachhaltig geworden sind. Oft sind die sogenannten Belohnungssysteme so gestellt, dass die Leute ganz natürlich kurzfristig handeln. Wenn du natürlich dafür belohnt wirst, dass du nur kurzfristig Erfolg hast, nämlich die nächste Umfrage super ist und die nächste Wahl und in 10 Jahren egal ist, der Mensch ist nun mal so, dann wird er das Kurzfristige machen. Und ich glaube, wir müssen uns in Deutschland viele Gedanken machen, wie schaffen wir es, dass Nachhaltigkeit denn auch belohnt wird? Nicht, dass man überhaupt einen Anreiz hat, zu sagen, ich mache jetzt Sachen, die jetzt wehtun, aber für die nächste Generation, die nächsten 10 Jahre, die werden da die Früchte ernten. Mangelnde Nachhaltigkeit, Kurzfristigkeit, auch Nummer 1 Grund, wenn Beziehungen sich beschissen entwickeln. Also alle, die gewartet haben, sie kriegen ja ein bisschen Dating-Advice. Jetzt, hier ist die Stelle. Das habe ich jetzt auch nicht, ich bin kein Dating-Doktor. Aber als verheirateter Mann, habt ihr ja schon gehört, ein paar Grunderfahrungen macht man da. Und die eine Grunderfahrung, die jeder, der schon ein paar Jahre verheiratet ist, gemacht hat, ist, am Anfang ist die Anziehungskraft da, am Ende die Schwerkraft. ist klar, am Anfang Dopamin, willig. Das Objekt der Begierde, groß und schillernd, es gibt den Song von Diana Ross, Ain't no mountain high enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you. Kein Berg zu hoch, kein Fluss zu weit. Man würde das anders singen, wenn man wüsste, in der Ehe musst du andauernd den Scheißberg hoch. Und andauernd durch den Fluss. Und es wird nicht leichter, weil kein Dopamin, nicht? Trägheit, nicht? Das ist jetzt ein physikalisches Prinzip. Das Trägheitsprinzip besagt, keiner bewegt sich, wenn er nicht muss. So. Und deshalb, ich liebe meine Frau mehr als am Anfang, aber anders, ne? Aber anders und tatsächlich, Weihnachten kommt nahe, es wurde gesagt, als wir geheiratet haben, flossen mir die romanhafte Seiten zu Weihnachten mit Gedichten, die sich gereimt haben, aus der Feder. Ich muss jetzt angestrengter nachdenken. Deshalb, wenn ihr keine Gedichte schreiben wollt, schenkt dieses Buch und sagt eurer Frau, wenn du das gelesen hast, bist du 10 Jahre älter.
aber du siehst nicht so aus. Ja, Anziehungskraft nachhaltig. Also deshalb Partnerwahl ist Ähnlichkeit, ähnliche Interessen, ähnlicher Glaube, ähnlicher Energielevel nicht zu unterschätzen. So, kommen zum nächsten Punkt. Zwiespältig bin ich selber nicht glücklich darüber. Ich wollte eigentlich, sollte das heißen, ambiguitätstolerant, das hört sich aber nicht so gut an. Ambiguitätstolerant, weise Menschen sind ambiguitätstolerant, das heißt, sie können mit Grautönen umgehen, damit das nicht alles klar ist. Und zum Beispiel Sachen, dann, die erstmal murksig sind, doch gut werden können. Also Beziehung, ich habe eben gesagt, Ähnlichkeit ist so, aber wir wissen aus Erfahrung, selbst Beziehungen, wo gar nichts passt, können super Kinder dabei rauskommen und noch andere schöne Sachen. Das Leben ist oft paradox. Das Leben, wir hätten es gerne einfach, verständlich, klar. Das Leben ist oft paradox. Was ich daran merke, wenn alles gut gegangen wäre, würde es mich nicht geben. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal so Zeitreise-Fantasien habt. Ich habe so eine Zeitreise-Fantasie, die besagt, ich bin Historiker und ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über das Dritte Reich, über Hitler und Co. Und dann in meinen Fantasien denke ich, wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte und die bringt mich zurück ins Jahre 1930, bevor der ganze Mist so richtig losging, und ich hätte eine Knarre und der Hitler hält da so eine Rede mit ein paar hundert Leuten und ich könnte ihn wegballern. Ich hätte jetzt gar keine moralische Skrupel. So. Aber wenn ich treffen würde, buff, wäre ich weg. Weil meine Eltern Kriegsfolgen sind. Ohne Krieg hätten sich meine Eltern, wäre das nicht so entstanden, hätten die sich nie getroffen, gäbe es mich nicht. Ich bin in einem Dilemma. Ich finde mich ganz gut, okay. Aber ich finde auch Hitler schrecklich und wünschte, den hätte es nicht gegeben. Ist so ein Dilemma. Dilemma ist auch, von meiner Grundkonstellation bin ich harmoniesüchtig. Ich streite sehr ungern, auch wenn ich so im Fernsehen, Sommerhaus der Stars, mal gucke ich nicht oft, mal reingeguckt, oh, bin ich ganz traurig, wenn die sich immer streiten. Und ich bin nicht gut in direkter Konfrontation, so, aber ich bin auch sehr debattierfreudig. Und da ich das aber dann so nicht kann, mit Harmonie, schreibe ich halt Bücher. Oder aus weitem Abstand halte Reden, weil ich auch kurzsichtig bin, sehe ich nicht, ob hinten einer die Stirn runzelt. Das heißt, da sind zwei Sachen, harmoniesüchtig, debattierfreudig, passt eigentlich nicht zusammen, aber vielleicht entsteht doch etwas Gutes, vielleicht gibt es doch einen positiven Zusammenfall der Gegensätze. Auf Lateinisch coincidentia oppositorum. Damit ihr auch mal gelehrtes Wort hier hört, nicht nur cringe und lost und smash. Coincidentia oppositorum hat, ist ein Begriff, den der Bischof Nikolaus von Kues geprägt hat. Der war Bischof, kam so von der Mosel und hat dann in Südtirol, in Brixen war er. Und Brixen ist mir in Erinnerung, weil ich da so einen Traillauf gemacht habe, 30 Kilometer hoch und runter. Die Beine brennen am Schluss, aber das Herz ist voll Freude. Und das ist coincidentia oppositorum. Zwei Sachen, die nicht zusammenpassen, kommen zusammen. Und eine Medaille habe ich auch gekriegt. Und er sagte, das ist so ein Prinzip in der Wirklichkeit, dass oft Sachen, die gar nicht zusammenpassen, zusammenkommen und was entsteht. Nicht? Das ist auch von dem alten griechischen Philosophen Heraklit, von dem kennt er vielleicht den griechischen Begriff Pantarei, alles fließt. Und der hat aber gesagt, nicht Wasser ist der Kern des Seins, sondern Feuer. Feuer, weil Feuer ist Verbindung, es entstehen neue Sachen, es werden neue Sachen geschmolzen, Explosionen passieren, kreative Explosionen. Und da ist was dran, dass das Leben nicht nur statisch ist, alles ist gleich, sondern paradox. Und das merken wir vor allem, jetzt komme ich zu so einem kleinen theologischen Exkurs, wenn wir uns die Bibel angucken. Manche tun ja so, Bibel, alles ganz klar, gibt eine Message, ein System, das wird durchgezogen von Genesis bis Apokalypse. Ich finde, die haben die Bibel nicht gelesen. Denn ich finde, das geht schon am Anfang los. Genesis, erste Kapitel, seid fruchtbar, mehrt euch, macht euch die Welt untertan. So, zweiten Kapitel sind sie im Paradies und haben natürlich gar keinen Bock, in die Welt rauszugehen. Das heißt, sie werden ja aus dem Paradies rausgetrieben. Weil warum sollen die sonst nach Alaska
oder so, wenn es da so schön ist. Jetzt sage ich nicht, dass Gott das absichtlich alles gemacht hat, aber das ist für mich so ein Paradoxon, nicht? Oder die Bibel, gerade die ersten Bücher Mose, da ist man ja dann schon, am Anfang ist ja irgendwie alles spannend und irgendwann kommt man ja an die ganzen Gesetze. 613 Gebote, Verbote. Ermüden kann das sein. Und das müsste man ja meinen, Gott, der so viele Gebote und Verbote erlässt, dessen Helden müssten lauter artige, brave Gesetzeserfüller sein. Es müsste das ganze Alte Testament voll von Helden sein, die zumindest 607 Gebote befolgen. Wir wissen aber alle, lauter wilde Kerle, lauter crazy guys, der Abraham, wenn man das so liest, hat er offenbar, die Sarah war seine Halbschwester, Inzest, nicht? Die 12 Stämme Israels, aus einer polyamoren Beziehung hervorgegangen, 4 Frauen, nicht der Jakob, weil das irgendwie sich so ergeben hat, der David, der totale Womanizer, und das geht jetzt ja so weiter, auch die Jünger sind ja eher so krasse Typen, ne? Nicht artig, nicht brav. Ja, wie passt das denn zusammen? Überhaupt ein Gott, der eigentlich gewollt hätte, dass das Volk Israel immer brav gewesen wäre. Ich war selber, hast ja gesagt, Asien. Ich hätte gesagt, such so schönes Land im Himalaya, Berge drumherum, keiner kann rein, keine Hittiter und irgendwie, die auf dummen Gedanken bringen und befolgt die Gebote. Was macht Gott, Israel, ne, wer da schon mal war, das ist ja die Hauptverkehrsstraße gewesen. Von Nord nach Süden dauernd kommt da einer durchmarschiert. Wie soll's denn da sauber bleiben? So, und eigentlich ist das die ganze Bibel. Ne? Du denkst, du hast jetzt ein System und dann kommt so ein Systemsprenger wie der Hiob und sagt, ich war immer brav, mir geht's beschissen, was ist los? Neues Testament, Jesus, Gott hängt am Kreuz. Wie paradox ist das denn? Nicht? Und für mich, ich bin jetzt nicht Gott, ich weiß nicht, warum man das so gemacht hat, die Bibel. Ich habe aber so ein paar Ideen. Und die eine ist der sogenannte Zeigarnik-Effekt. Zeigarnik, der Cliffhanger-Effekt. Irgendwelche Psychologen, die das im Psychologiestudium hatten? So, erfunden auch vor 100 Jahren, Bluma Zeigarnik, jüdische, litauische Psychologin, war in Berlin und hat Experimente gemacht im Biergarten. Und hat geguckt, wie sind die Kellner so drauf. Dann hat die gemerkt, die Kellner, wenn die eine Bestellung aufgenommen hatten, dann war das krass, wenn die zurückkamen, 20 Leute am Tisch, dass sie genau wussten, wer kriegt hier was. Aber sobald die das abgehakt haben, wenn einer noch eine Frage hat, hatten die alles vergessen. Und dann sagte die, Zeigarnik-Effekt, die waren so lange wach, solange die Bestellung noch nicht erfüllt war, solange es noch Fragen gab, solange es noch was zu tun gab. Sobald es abgehakt war, stellten die ihr Denken ein. Und manchmal denke ich, das ist vielleicht der Grund für das Mysterium in der Bibel, dass Gott will, dass wir aktiv drinbleiben, nicht sagen, hier haben wir unsere Regeln, unsere Formeln, danke, tschüss, sondern wir müssen damit leben, wir können uns daran reiben, wir können Fragen stellen. Oder die sogenannte, meine eigene Zwei-Quellen-Theorie präsentiere ich mal, weil ich bin Journalist und im Journalist gibt es die Zwei-Quellen-Theorie, die besagt nämlich, wir hauen nur dann eine Nachricht raus. Wir sagen nur dann, das melden wir jetzt, wenn wir von zwei unabhängigen Quellen eine Bestätigung haben. Also zwei Leute, die nicht miteinander verbandelt sind, die aus ganz anderen Lagern kommen, sagen, da und da ist ein Mord passiert. So, machen nicht immer alle Journalisten, aber idealerweise sollte es so sein. Und mich hat deshalb schon immer gestört, dass es zum Beispiel bei der Auferstehung die zweite Quelle nicht gibt. Also das wird ja berichtet in der Bibel. Die Bibel berichtet das auf der Grundlage von den Aussagen der Jünger und der Frauen, aber von lauter Jesus-Anhängern. Da werden zwar auch die Wächter mal so zitiert, aber grundsätzlich zeigt sich Jesus ja nur seinen eigenen Anhängern. Und ich habe mich immer gefragt, warum hat er sich denn nicht den Römern gezeigt? Warum ist er nicht gleich zum Kaiser durch und noch besser Pressekonferenz, Video-Footage, alles da? Hätten wir nicht mehr den Stress mit Apologetik und so Geschichten. Sondern bitte Film angucken, Film ab, bekehr dich. Meine Mutmaßung ist, die zweite Quelle sollen wir sein, mit unserem Leben. Damit wir es uns nicht einfach machen, sondern liebevoll umgehen. Wir sollen Jesus durch unser Leben bezeugen. Daran sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr euch einander lieb habt. Das finden wir nicht immer toll, weil wir es gerne einfacher und klarer hätten.
aber vielleicht ist es gut so. Also zwiespältig. Das Zwiespältigste eigentlich ist der Gegensatz von Glauben und Denken. So, vorhin Lobpreis. Und ich weiß nicht, wie es euch ging beim Lobpreis, ob ihr die ganze Zeit mitanalysiert habt. Nicht? Was machen die da vorne? Wie werden die Noten aufeinander abgestimmt? Der Text, ist das originell? Habe ich das schon mal von gehört? Was sagt das eigentlich aus? Muss ich interpretieren? Oder ob ihr so im Flow wart und das, was man so oh nennt. Nicht oh, oh, sondern awe. Nicht Ehrfurcht, sagen die Amis. Also ergriffen. Ergriffen von der Größe und Schönheit Gottes. Es ist erwiesen, wenn man in so einem Zustand von oh ist, bei der Mehrkonferenz wird es dauernd oh geben. Und das ist schön im Glauben, dann denkt man weniger. Nicht? Es wirkt sich dämpfend aus, weil Denken immer Plan B ist. Wir denken, wenn wir nicht weiterkommen, wenn wir Fragen haben. Und das ist auch ein Stück gut so. Glauben möchte nach Hause. Glauben möchte in die Nähe. Das ist wie der Verliebte. Nicht? Der will seine Frau, der analysiert seine Frau, wenn es gerade Stress gibt. Aber nicht, wenn es schön läuft. Das heißt aber nicht, dass wir nur im Zustand der Ergriffenheit sein sollen. Ist ja gut, dass es auch Momente gibt, wo wir kritisch nachdenken, wo wir uns hinterfragen, wo wir die Bibel studieren. Das heißt, beides gehört zusammen, beides ergibt eine Spannung, ist manchmal zwiespältig, aber ich hoffe, man kann das produktiv nach vorne entladen, indem wir wachsen, neue Erkenntnisse machen. Also zwiespältig ist gut. Ich habe jetzt noch vier, die sind ein bisschen kürzer. Sechster Punkt ist es eigentlich. Passt jetzt nicht so ganz rein, es gibt jetzt nur so einen kleinen Dreh. Kräftig ist der nächste Punkt. Jetzt geht es nicht mehr um Voraussetzung von Weisheit, sondern die Auswirkung von Weisheit. Weisheit soll dazu führen, dass wir kräftiger werden, nicht schwächer. Weil Kraft ist was Gutes. Das habe ich gemerkt, als ich in Afghanistan war und die Afghanistan die ganzen Waffen hatten und der Westen kraftlos war und die Frauen kraftlos waren und die übrig gebliebenen, die ganz, ganz wenigen Christen kraftlos waren. Es ist nicht schön, wenn man kraft- und machtlos ist und die anderen die Macht und die Maschinenpistolen haben. Gibt den Satz von dem ehemaligen SPD-Parteivorsitzenden, Opposition ist Mist. Und das stimmt, weil dann die anderen die Spielregeln halt machen. Und das ist nicht so schön. Nicht? Und Deutschland muss sich im Moment so ein bisschen damit abfinden, wir sind nicht mehr so wichtig, wir sind nicht mehr so mächtig, wir haben weniger Einfluss und das ist ein Stück nicht so schön. Es ist schon gut, kräftig zu sein, weil wer kräftig ist, wer mehr Gewicht hat, hat eine höhere Anziehungskraft. Nicht? Deshalb fallen wir auf die Erde runter und die Erde nicht auf uns runter, weil die Erde mehr Masse hat und deshalb hat sie eine höhere Anziehungskraft. Und wenn man eine höhere Anziehungskraft hat, hat man mehr Einfluss, kann man mehr ausrichten, kann man mehr bewegen und deshalb ist das prinzipiell gut. Sagen viele, ja Jesus, der hatte doch gar keinen Einfluss, hatte gar keine Macht, aber der war Gott. Und der hat ein Wahnsinnscharisma und wenn der in den Raum kam, dann war er das Kraftfeld. Ihr könnt das meiner Party euch mal angucken, wo die Kraftfelder da sind. Also nehmen wir mal an, ich habe Party und der Papst kommt. Dann wird der Papst sicherlich nicht einsam in der Ecke stehen und alle drängeln sich dann um euch. Der hat eine größere soziale Masse, mehr Status und deshalb gibt es einen automatischen Zug zu ihm hin. Und deshalb hat das auch was Gutes, kräftig zu sein. Und ich finde, das Traurige im Moment in der Christenheit ist, dass wir an Einfluss seit Hunderten von Jahren eigentlich verlieren. Manche sagen, ja, wir sind ja immer noch die größte Weltreligion. Das stimmt, aber in den führenden Ländern, den sogenannten G20, gibt es kein einziges Land, wo wir wirklich die dominierende kulturelle Kraft sind. Es gibt Länder, wo die Muslime dominierend sind, Hindus dominieren, säkulare Humanisten dominieren, aber Christen sind meistens nicht an den Schalthebeln der Macht und haben deshalb weniger Einfluss und können deshalb auch weniger Regeln bestimmen. Und das hat auch was Nachteiliges. Das gilt auch für kulturellen Einfluss. Die letzte Rangliste von Cicero, diese Zeitschrift, die macht alle paar Jahre so eine Rangliste, die führenden Intellektuellen in Deutschland. 500, also Masse. Und bei der letzten habe ich nachgezählt, waren glaube ich so 10, die so klar erkennbar als Christen waren. Ich glaube, alle waren über 70. Und wenn man zurückgehen würde aufs Jahr 1950, da gab es viel, viel mehr Politiker, Philosophen, Wissenschaftler, die christlich orientiert waren. Und das Traurige daran ist, wir verlieren an Einfluss. Und deshalb ist es schon gut, wenn man durch Weisheit
mächtiger, kräftiger wird. Und das würde ich auch uns Christen nahebringen. Wir sind gute Evangelisten, gerade missionarische Christen, gute Evangelisten, gute Aktivisten, gut in sozialer Fürsorge. Wir sind keine guten Essayisten. Also Leute, die spannende Ideen formulieren, interessante Texte schreiben, die andere lesen und sagen, wow, finde ich spannend die Idee, möchte ich mit euch ins Gespräch kommen. Das ist sowas, das ist so ein bisschen unterentwickelt. So. Zur Kraft gehört aber auch so Gesundheit, physische Kraft. Und da gebe ich euch von Jesus jetzt nochmal 4 Tipps, wie ihr da weise kräftiger wird. Auch Jesus hat dazu was zu sagen. Vor 3 Jahren habe ich es, glaube ich, schon angedeutet. Wie wird man kräftig und gesund im Leben? Ne? Ich habe 4 Kriterien fürs Gesund. Lange gesund sein, ich nenne das die 4G oder G4. Gute Bewegung, gute Ernährung, guten Schlaf, wenig Stress. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist wirklich so ein bisschen Common Sense heute unter Wissenschaftlern, dass das zum langen Leben hilft. Gute Ernährung, viel Bewegung, viel Schlaf, oder guter Schlaf, gesunder Schlaf, wenig Stress. Und das Spannende finde ich, dass Jesus genau all die 4 Sachen gelebt hat und daran, finde ich, erkennt man, wie weise der war. Das heißt, er hat sich gut ernährt, Fisch, Brot, nicht zu viel Fleisch. Der war dauernd unterwegs, dauernd an der frischen Luft. Ne? Der hat, selbst wenn es gestürmt hat, hat er geguckt, dass er eine Mütze Schlaf kriegt. Also auch Schlafbedürfnis war befriedigt und hat sich mit positiven Menschen umgeben. Das heißt auch an der Stelle, wenn es nicht sein musste, nicht zu viel Stress. Also Weisheit hilft, um zum kräftiger sein. Jetzt komme ich aber wieder zum Zwiespalt. Kraft und Macht kann auf Kosten der Liebesfähigkeit gehen. Auch das sagt die Weisheit. Die Kirche in ihren 2000 Jahren Existenz hatte ja Phasen, wo sie unglaublich mächtig war. Nicht? Wo der Papst der mächtigste Mann auf der Welt war. Das war nicht die Zeit, wo die Kirche am liebevollsten war. Weil Macht dazu führt, dass man sagt, was soll ich mich hier stressen? Ich mache eine Ansage. Muss ich ja nicht liebevoll lange rumsülzen? Schatz, könntest du vielleicht? Nee, machen. Und das ist halt, dazu verführt uns Macht. Und ganz spannend finde ich die drei Versuchungen, die der Satan Jesus stellt. Ne? Gibt ja die berühmte Versuchungsgeschichte. Das Interessante ist, er versucht ihn ja nicht mit Sex, Nacktheit, Orgien, ne, was ich vorhin gesagt habe. Fängt er gar nicht an bei Jesus, wusste er, klappt eh nicht. Sondern die Versuchungen gehen alle dahin, ich mache dich stärker. Nicht? Brot, also für materiellen Reichtum, Geld, Ruhm, spring da runter und du machst eine Riesenshow. Macht. Und das sind die 3 Killerversuchungen für Kirche gewesen, die zu Recht stark sein möchte, weil das auch gut ist, stark zu sein, aber auf Kosten der Liebesfähigkeit geht. 8. Punkt, also wir sollen nicht nur kräftiger werden, auch zärtlicher. Das deckt sich so ein bisschen mit, was ich gesagt habe. Gütig, aber jetzt geht es nicht darum, Güte als Voraussetzung für Weisheit, sondern als Folge von Weisheit. Wir sollen gütig sein und ich finde es schon spannend, wir sagen ja oft, oh Mann, die Welt ist so schlecht. Wie zärtlich doch viele Menschen sind. Und das zeigt ja, dass der Gottesatem, der in uns steckt. Wie ich mich auf den Vortrag vorbereitet habe, wie so ein Zeichen, kam mir neulich so ein Pärchen entgegen mit einem Hund, der hatte nur 3 Beine. Und das hat mich total gerührt. Ne? Weil das macht ja gar keinen Sinn, dass sie die Zeit mit so einem Hund vertun, dem das Bein verbinden und den hinter sich herhumpeln lassen. Und das zeigte so ein bisschen die Liebe, die in Menschen ganz natürlich steckt. Und für alle, die sagen, oh, die Welt wird immer schlechter, nein, sie wird immer besser, nachweislich, denn wieder Garten Eden und Folgen, 4 Menschen, Adam, Eva, Kain, Abel, Mordquote 25%. Heute, ich habe nachgeguckt, zuletzt Mordquote, weiß nicht, ob es einer schätzen kann in Deutschland, 0,025%, 1000-mal geringer als bei den ersten Menschen. Es gibt einen Fortschritt. Und das ist erstmal eine gute Sache. Der Fortschritt hat auch damit zu tun mit Kirche und Christen. Also ich habe ja so ein bisschen Bashing manchmal gemacht für Fromme, als ob das jetzt nicht so toll wäre. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Tatsächlich die Tatsache, dass auf der Welt 8 Milliarden Menschen fast leben und die trotz aller Kriege doch vielfach gut kooperieren, nicht Handelsschiffe fahren, man als Deutscher irgendwie in 160 Länder mit seinem Pass einfach rein kann und man wird nicht kontrolliert, zeigt ja die Kooperationsfähigkeit. Und da hat das Christentum eine ganz entscheidende Rolle gespielt.
Nicht? Viele denken ja, oh Mann, die Christen müssen immer die Erfinder und die Vordenker sein, waren sie oft auch. Aber das Wichtigste, was Christen gerade in Europa gemacht haben und dann auch global, so ein Bindeglied zu schaffen, über Familien hinweg, über Ethnien hinweg, nicht so einen Rahmen zu schaffen, wo man kooperieren konnte, weil das Christentum einen zusammenhält. Und deshalb glaube ich, gerade heute, Gesellschaft driftet auseinander, fällt auseinander in wieder kleine Stämme. Das ist die Stunde von Christen zu sagen, wir wollen so ein bisschen Klebstoff auch sein. Wir wollen Räume schaffen, wo Leute sich zusammenfinden. Ich komme zum vorletzten Punkt. Weisheit optimistisch. So, optimistisch fällt einem heute manchmal schwer. Wir hören jetzt ja, Bild-Zeitung meldet ja dauernd, der dritte Weltkrieg ist nahe. KI ist kurz davor, die Kontrolle über die Welt zu übernehmen. Gibt viele düstere Nachrichten, aber ich habe ja gesagt, eigentlich insgesamt, seit Jesus gab es ungefähr 66 Generationen, geht der Trend nach vorne. Das heißt, wir können so ein bisschen optimistisch sein, auch wenn es jetzt gerade wieder so eine Delle zu geben scheint. Wir sollten auch deshalb Optimisten sein, weil Optimisten länger leben. Nicht? Wenn du Hoffnung hast, lebst du länger. Und vor allem sollen wir Optimisten sein, da knüpfe ich an, was ich vorhin gesagt habe, zu Nachhaltigkeit, weil wir als Christen wissen, wir gehen nicht auf den Abgrund zu, wir gehen nach Hause. Wir gehen zum Vater. Mein Vorbild, letztes Buch, das ich mit meinem Schwager zusammen geschrieben hatte, Rock Me Dostoevsky, der berühmte Dichter Dostoevsky, aus meiner Sicht nach Paulus, der klügste Denker aller Zeiten, der war 5 Jahre im härtesten Knast Russlands, unschuldig. Und was den da durchgetragen hat, war die Hoffnung, wenn der ganze Mist vorbei ist und selbst wenn ich es nicht überlege, laufe ich in die Arme des Vaters. Auf dem Totenbett, ein paar Jahrzehnte später, hat er sich die Geschichte vorlesen lassen vom verlorenen Sohn, nicht, der in die Arme des Vaters läuft. Das heißt, wir können Optimisten sein. Letzter Punkt. Weise Menschen sind gemeinschaftsorientiert. Weisheit ist nicht do it yourself. Man braucht andere, die einen beeinflussen. Wer ein weises Umfeld haben will, kann ich nur sagen, so wie beim Haus kaufen, gibt ja so ein Kriterium, was für ein Haus soll man kaufen, was ist das, was sind die wichtigsten 3 Kriterien? Lage, Lage, Lage. Das heißt, guckt euch um, habt ihr ein Umfeld von weisen Menschen. Weise Menschen heißt jetzt nicht, die müssen alle gleich ticken wie ihr, im Gegenteil. Mein großes Vorbild ist das C.S. Lewis. C.S. Lewis finden ja viele toll, nicht? Kinderbücher geschrieben, Fantasy, Allegorien, einige der klügsten Glaubenserklärbücher. Wenn man sich seinen Freundeskreis anguckt, ging schon sehr durcheinander, zum Teil. Also der Katholik Tolkien und der Anthroposoph Owen Barfield und der Esoteriker Charles Williams und die Dorothy Sayers, die war zwar Christin, aber hat geraucht, ein uneheliches Kind und war auch irgendwie schräg drauf. Und das hat den C.S. Lewis so beeindruckt, dass er so große Werke geschrieben hat. Nicht? Also das heißt jetzt nicht, er braucht einen Anthroposophen, Esoteriker und so weiter. Und er hat ja auch ein paar Christen um sich herum, aber der hatte schon ein stimulierendes Umfeld. Allerwichtigste Gemeinschaft ist Gemeinschaft mit Jesus. Ich habe ja schon gesagt, Jesus bei der Glücksforschung ganz vorne, wenn es darum geht, gesund zu sein, ganz vorne, wenn es darum geht, wo man die Ewigkeit verbringt, ganz vorne. Und da wir im Gebetshaus sind, jetzt komme ich zum Gipfel der Weisheit. Gipfel der Weisheit ist nicht von mir, sondern, das ist ganz spannend, ich habe das Buch, war fertig, das war fast im Druck. Und mein Lektor sagte, komm, ne, wir sind auf den letzten Metern, jetzt kein Buchstaben mehr verändern. Jetzt nicht noch 10 Seiten. Und dann habe ich einen Text gefunden, ganz zufällig. muss rein. Von einem christlichen Philosophen, den auch wenige kennen. Nicht einer der Leute, wo ich ins Archiv gegangen bin und die Bücher von ihm noch so, als wären sie frisch geschrieben, waren aber schon 50, 60 Jahre alt. Das heißt, lange hatte das keiner mehr in den Händen. Peter Wust war ein Philosoph, ein katholischer, christlicher, habe ich gesagt. Und er lebte in einer ganz krassen Zeit, nämlich in der Nazi-Zeit. Und war ein Nazi-Gegner, war auch im Umfeld von den Leuten, die Weiße Rose später unterstützt haben. Und
sah dann 1940, wie der Hitler einen Erfolg nach dem anderen hatte und die Deportationen mit den Juden hatten schon angefangen. Das heißt, er wusste noch nicht, wie das ausgeht. Der hatte den Eindruck, der Hitler ist auf der Siegesstraße. Gleichzeitig hatte er einen ganz schrecklichen Krebs. Ganz schrecklichen Krebs, der dann in den letzten 3 Monaten dafür sorgt, er konnte nicht mehr richtig essen, konnte nicht reden, hatte schreckliche Schmerzen. Palliativ war da nicht zu der Zeit. Und solange er noch bei Bewusstsein war, hat er dann seine Schüler zu sich gerufen und hat gesagt, ich möchte euch jetzt, solange ich noch klar bin, die wichtigste Weisheit des Lebens mitgeben. Und die lese ich jetzt einfach mal vor. Peter Wust, kurz vor seinem Tod, schreibt: Wenn Sie mich nun fragen sollten, bevor ich gehe und endgültig gehe, ob ich nicht einen Zauberschlüssel kenne, der einem das letzte Tor zur Weisheit des Lebens erschließen könnte, dann würde ich Ihnen antworten, jawohl. Und zwar ist dieser Zauberschlüssel nicht die Reflexion, wie Sie es von einem Philosophen vielleicht erwarten möchten, sondern das Gebet. Das Gebet als letzte Hingabe gefasst macht still, macht kindlich, macht objektiv. Ein Mensch wächst für mich in dem Maße immer tiefer hinein in den Raum der Humanität, nicht des Humanismus, wie er zu beten imstande ist, wofern nur das rechte Beten gemeint ist. Gebet kennzeichnet alle letzte Humilitas, also Bescheidenheit des Geistes. Die großen Dinge des Daseins werden nur den betenden Geistern geschenkt. Beten lernen aber kann man am besten im Leiden. Und nun grüße ich Sie herzlich noch einmal mit einem kindlichen Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen sage ich jetzt auch. Danke für die Aufmerksamkeit. Wünsche jetzt schon mal, es war ja schon von Weihnachten die Rede, weise Weihnachten und noch eine schöne Veranstaltung.